Ja, hallo ihr Lieben, so mal wieder ein normales Video. Wir sprechen mal die Mail von einem Mann, der, ja, ich glaube, eine sehr toxische Beziehung geraten ist, die wieder exakt an der 200-Tage-Grenze zerschellt ist. Also für fleißige Hörer meines Kanals werden wieder vieles wiedererkennen, aber ist ja immer, ist ja auch trotzdem immer ein bisschen anders. Und ja, genau. Also, hallo lieber Christian, vorab ein großes Dankeschön für deine wertvolle Arbeit, mit der du so vielen Menschen hilfst. Ich bin Mitte 20 und aktuell, du bist Mitte 20 und bin schon auf meine Arbeit gestoßen und es ist geil, dass du dich Mitte 50 gefunden hast. Also freu dich. Oder auch wenn du was Vergleichbares gefunden hättest, freu dich, dass du dich einfach schon jetzt auf den Weg machst. Großartig. Und aktuell dabei, meine kürzlich gescheiterte Beziehung zu verarbeiten, die in mir einen Schmerz entfacht, wie ich in dieser Intensität noch nie empfunden habe. Ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche und keine Beziehung fühlt sich so schrecklich an wie die falsche Beziehung, die dann auseinanderfällt. Ja, sie kam aus einer hochtoxischen achtjährigen On-Off-Beziehung mit ihrer Jugendliebe und wurde von ihm mehrfach betrogen, belogen und manipuliert. Also, ich sag mal so, weiß ja nicht, wo du die kennengelernt hast, aber zeig mir den Menschen, der auf ein Date kommt und sagt, ich habe übrigens belogen, ich habe betrogen, ich habe manipuliert, an mir ist die Beziehung gescheitert. Also warum sage ich das jetzt? Weil ich will ja gar nichts unterstellen, aber du weißt das nicht. Ich vermute mal, du kanntest sie vorher nicht, du bist nicht dabei. Du musst dich auf diese Wörter verlassen. Und nachdem ich mir diese Mail hier durchgelesen habe, schon mal einmal ganz kurz ein bisschen überflogen habe, tauchen bei mir so ein paar Fragezeichen auf, sage ich mal. Aber muss auch, kann auch genauso gewesen sein. Ne? Ich wollte es nur sagen, ich würde sowas einfach immer mit so einer gewissen Distanz mir anhören, solange du jemanden nicht kennst und bevor du nicht ein Jahr mit jemandem zusammen gewesen bist, kennst du den nicht. Ne? Die beiden sind oder waren verheiratet oder sind verheiratet und haben einen Kind zusammen. Innerhalb dieser Beziehung hat sie sich stark emotional abhängig verhalten. Entschuldigt sie sich beispielsweise, nachdem sie betrogen wurde und sagte, dass sie sich nun verändern werde. Also ich sage ja mal so, also fast alle Männer, die mir schreiben, haben so ein Retterding und sind zusammen mit einer, ich sag's jetzt mal so, nehmt es jetzt nicht zu wörtlich, aber so einer emotional so ein bisschen instabilen Partnerin oder ein bisschen wechselhaften, heißkalten, die mal ganz warm ist, mal ganz schrecklich. Das ist also, die Männer-E-Mails sind eigentlich eins zu eins immer die, ist fast cool, das ist immer die gleiche Frau, immer der gleiche Mann. Und auch hier wieder. wo war ich jetzt? Muss man mal gucken. Ja, und wenn das jetzt so sein sollte, dass das so ist, dann das ist das so ein, das beschreibe ich auch in, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Kurs, aber dann ist, wäre sie so ein Typ, ich kenne sie nicht, ne? Ich sag's nur, das ist alles hätte, ne? Der sowohl mit jemand matchen kann, der sehr stark kontrollierend ist, also mit so einem Bad Boy, sag ich mal, so richtig krassen, also auch Bad Boy im negativen Sinne. Und die wird aber genauso matchen mit einem Mann, der co-abhängig ist. Oder sich co-abhängig verhält oder zu nett ist, zu lieb ist, ne? Deswegen nicht, dass, also ich will nur sagen, nicht, dass du, falls du jetzt deine Beziehung überhaupt nicht übereinander kriegst mit der anderen, wollte ich nur sagen, es gibt so Frauen, die switchen immer hin und her zwischen dem Arschloch und jemand, der sie retten will, so. Lass mal das Wort co-abhängig mal weg, ich weiß nicht, sage ja auch nicht, dass du das bist, aber ich glaube, so Retter-Dinge kann man ja rauslesen gleich, auf jeden Fall. Also switchen immer zwischen Retter und Arschloch eigentlich so ganz und, naja, just saying. Wobei ich sage, du schreibst da nichts drüber. Ich weiß es nicht, ne? So. Aber hört sich ja, könnte so sein, ne? Bereits 4 Wochen, nachdem die beiden sich endgültig getrennt haben, ist sie mit mir in Kontakt getreten. Ja, kann wahrscheinlich auch schlecht allein sein, ne? Ja, direkt beim ersten Date fühlt es sich wie eine ganz besondere Verbindung an. Das ist schon für mich schon big fucking red flag, ne?
Ich wünsche euch das ja allen so, dass ihr dieses, dass sich so ein Gefühl so fortsetzt, aber das ist halt leider schon das erste Zeichen. Vor allen Dingen, wenn man selber Themen hat, wenn man selber ein schwieriges Elternhaus hatte, ist leider kein gutes Zeichen. Und auch, wenn man Menschen datet, sagt, ich will ja nichts unterstellen jetzt, aber ich weiß ja, was jetzt noch kommt. Wenn man Menschen datet, vielleicht so ein ganz kleines bisschen manipulativ unterwegs sind, die kriegen das irgendwie hin, frag mich nicht, wie die das machen, dass du dich komplett geborgen fühlst. Nicht, dass sie das irgendwie absichtlich macht oder so. Also ich glaube, alles, was die Frau jetzt hier macht, das stimmt kein böser Wille, glaube ich nicht. Aber die kriegen das so hin, dass du dich komplett geborgen fühlst. Das ist das Gefühl, dass da liest jemand jeden Wunsch von deinen Augen ab. Und das ist so geil. Vor allem, wenn man es noch nicht hatte, wenn man vielleicht eine nicht optimale Mutter hatte. Und plötzlich ist da jemand, liest dir jeden Wunsch von Augen ab. Das ist auch dazu, weiß ich, wie die ja auch oft sind, so sexuell, frontal und was weiß ich. Schreibst jetzt auch nichts drüber, aber vielleicht auch. Kommt das noch dazu, dann hast du das Gefühl, du hast einen absoluten Jackpot. Du hast eine Frau, die ist sowohl sexuell als auch versorgend, als auch wie so ein Kumpel. Leider ist es nicht die Realität. leider nicht. Da warten noch alle Männer drauf, dass sie so eine Frau treffen. Nein, Spaß. In den ersten 3 Monaten trafen wir uns ungefähr einmal die Woche, schrieben und telefonierten sehr viel. Das mögen wir ja nicht so, führt zu Fantasiebildung, ne? Im Hinblick auf die Situation mit ihrem Ex-Partner war sie stets transparent und meine anfänglichen großen Unsicherheiten in dieser Hinsicht konnten so Schritt für Schritt abgebaut werden. Zwischen den Zeilen lese ich hier, dass sie vielleicht nicht so getrennt waren, wie man sich das wünschen würde. Könnte das sein? Dieser Zeitraum war bestimmt von einem intensiven Verbundenheitsgefühl, welches durch sehr heftige Liebesbekundungen geprägt war. Du heilst mein Herz, du löst Gefühle in mir aus, die ich noch nie zuvor erlebt habe. Noch sie so eine Anziehung gespürt wie zu dir, du bist das, was ich mir immer gewünscht habe. Wie nennt man das? Das ist Lovebombing mit dem schwarzen Gürtel. Das ist wirklich eine Meisterin des Lovebombings. Meine Meinung. Meine offensichtlich leeren inneren Eimer wurden von ihren Worten und ihrer Zuhörung gefüllt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal Modul 1 gemacht von mir. Das kann ich immer jedem hier ans Herz legen auf dem Kanal. Da thematisiere ich das ja auch, wie diese, man muss schon diese leeren Eimer haben, dass man sich so ergötzt an Lovebombing. Und das sage ich jetzt ohne, ich habe das, war früher auch so, ne, also ohne jede Wertung, ist einfach so. Weil wenn die Eimer voll sind, findest du Lovebombing weird. Fragst du dich, was will die Tante da von mir irgendwie? Keine Ahnung. Ja. So, ich habe mich besonders fühlen lassen, besonders die positiven Bemerkungen bezüglich meines Aussehens haben mir einen extremen Dopaminkick gegeben, da ich seit meiner Jugend unter einem starken negativen Selbstbild leide, weil ich damals immer sehr klein und schmächtig war und auf viel Ablehnung und negative Kommentare geschossen bin. Tut mir natürlich total leid, also geh pumpen. nimm jetzt diese ganze Sache, oft ist es ja auch nur so ein Gedanke, dass man nicht gut, also das ist eigentlich zu 98% nur so ein Gedanke, dass man nicht gut genug ist, aber arbeite an dir, mach die geilste Version aus dir, arbeite an Selbstliebe, mach dein Leben nice, geil, sag dir, guck mir morgens in den Spiegel und sag, ich bin der geilste Typ ever irgendwie und so weiter und so fort. Ist natürlich ein Prozess alles, aber ja, du siehst ja schon, du hast ja eigentlich, schon selber alles analysiert hier. Das Gefühl von Scham und Angst, welches dich durch mein ganzes Erwachsenenleben eng begleitet hat, hat zu dem Glaubenssatz für romantische Beziehungen bin ich nicht gut und schön genug geführt. Ja, das haben ja ganz viele Menschen und leider der Glaubenssatz allein führt schon häufig zu schlechten Beziehungen. So, ne? Weil man wird mit sowas anfänglich für Lovebombing. Ne? Es ist wirklich, ich beneide mal die Leute, die das aus der Kindheit schon können. Es ist einfach so viel besser, durch die Gegend zu laufen. Ich bin einfach der geilste Typ ever, selbst wenn das nicht der Fall ist. Weil allein so eine Haltung, ich bin einfach der absolut geilste Typ oder ich bin die geilste Frau der Welt. Das hat so eine Wirkung. Das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Fake it until you make it. Ne? Ist auch immer so ein Satz.
So, ich habe mit meinem moroden Selbstwert, also schon ganz früh in der Beziehung, an ihr abgearbeitet. In diesen ersten 3 Monaten wurde aber auch deutlich, wie prekär ihre Lebenssituation sind. Das kommt der Retter ins Spiel. Ne? Tatsächlich ist, indem immer mal wieder Situationen hervorkamen, in denen sich die pure Überforderung mit Kind, Arbeit und Kommunikation mit ihrem Ex-Partner bezüglich des Kindes zeigte. Ich kann nicht nur raten, Leute, bevor nicht eine Beziehung absolut steht, und da reden wir von mindestens 200 Tagen, haltet euch raus. Natürlich ist man nett und kann auch mal hilfreich sein, aber fängt nicht an, so den sprichwörtlichen Kühlschrank nach oben zu tragen. Wirklich, lass das. Wirklich, lass deinen Partner oder deinen Partner uns erstmal beweisen, dass es da wirklich um dich geht und nicht nur, dass du irgendwas für die machen sollst. Also, aber du, sie hat es wahrscheinlich adressiert irgendwie und ja, wie gesagt, das ist ein Strickmuster von fast allen von Männern. Dein Retterthema springt drauf an, musst du unbedingt angehen, ne? Dass du nicht nochmal sowas anziehst. Nach den ersten 3 Monaten, also die 100-Tages-Grenze, hat jemand meine Videos geguckt, lernte ich ihre Familie und Kind kennen, sie lernte meine Familie kennen, vielleicht war das total harmonisch. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Beziehung jetzt auf der nächsten Ebene ist. Kurz danach waren wir offiziell zusammen und haben in den Monaten 4 und 5 sehr viel Zeit zusammen verbracht. Was jetzt ein bisschen anders ist als das Übliche, ist, dass es den ersten großen Knacks an der 100-Tage-Grenze gibt. Aber da wart ihr auch mal gerade offiziell zusammen, ne? Was war denn vorher, frage ich mich. Ich habe an diesem Zeitpunkt auch viel Zeit mit ihrem Kind verbracht. Also, in einer richtigen Beziehung kann man das alles machen, ne? Aber, naja. Zudem ich recht schnell eine gute Bindung aufbauen konnte, was sie und ihre Eltern immer wieder bestätigten. Das muss dir niemand bestätigen. Niemand muss dir irgendwas bestätigen. Du kannst alles in deinem Leben selber bestätigen, ne? Es kamen Sätze wie, in dir habe ich die wahre Bedeutung von Liebe gefunden. Das ist ja fast so schlimm wie, du bist mein honiggebadeter Schmetterling. Jemine, das ist wirklich, diese Frau war auf der Lovebombing-Universität und hat sie abgeschlossen mit Magna Cum Laude. Mit Summa Cum Laude, wirklich. Gelernt ist gelernt. Du bist die Liebe meines, also ich muss das mal richtig vorlesen hier. In dir habe ich die wahre Bedeutung von Liebe gefunden. Du bist die Liebe meines Lebens. Mit dir kann ich mir vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Ich würde wetten, dass sie gemerkt hat, dass du den Kind wünschst irgendwie, was total in Ordnung ist, weil du kriegst immer das präsentiert, was sie dir insgeheim wünscht. Das ist abgefahren. Kann die bestimmt richtig gut. Ich werde nie mehr gehen. Ich denke mir das nicht aus, das hat sie wirklich gesagt. Ich werde dich heiraten. Ja. Und du hast wahrscheinlich schon gespürt, es ist irgendwas Faules. Bin ich mir sicher. In diesem Zeitraum war ich voller Zuversicht, Vertrauen und Commitment und dachte, trotz aller Umstände endlich die passende Frau gefunden zu haben. Ich wünsche dir das wirklich von Herzen, dass du die findest. Aber erstmal muss man leider immer. Hatte ich keiner nachgefragt, aber jetzt, wo du da stehst, musst du leider die Arbeit machen. Ne? Ab dem 6. Monat, ja, jetzt haben wir die 200-Tage-Grenze. Wenn es an der 100-Tage-Grenze nicht kracht, dann an der 200-Tage-Grenze, kam die 180-Grad-Wendung. Ich konnte erstmals eine so noch nicht vorhandene Distanz erkennen. All die zuvor da gewesen Liebesbekundung von ihr sind quasi von der einen auf die andere Woche nicht mehr da gewesen. Woran könnte das liegen? Vielleicht, dass sie eine On-Off-Beziehung hatte? Und die gerade in einem Off sind. Also ich fantasiere nur, ich weiß es nicht. Und vielleicht der Ex wieder aufgetaucht ist, wenn das so plötzlich ist. Das ist eigentlich, also ist immer mein Nummer 1 Tipp an Männer, wenn eine Frau plötzlich sich distanziert irgendwie und also richtig heftig distanziert, davon auszugehen, dass der Ex wieder am Start ist. Das ist eigentlich, warum sollte es sonst sein irgendwie, ne? Da kann man auch nicht mit konkurrieren. So, aber nett von ihr, dass sie sich dich da nicht einbezogen hat, dass das irgendwie kommt, dass sie sich trennen will. Aber es könnte auch sein, dass sie so bindungsängstlich ist, dass sie einfach so ein Gefühlstod hier hatte und einfach. Aber auch da hat sie dich ja irgendwie nicht abgeholt, wo sie steht, scheinbar. Aber das kann schon, ich glaube auch nicht, ich sage jetzt so Lovebombing, ich glaube nicht, dass ihr das bewusst ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass, vielleicht war sie auch so verliebt.
Aber das hatte halt keine Bodenhaftung, ne? Aber bei dir auch nicht, ne? Ihr wart beide in so einer Fantasiewelt. Und so sieht das dann aus, ne? Dieser, was hatten wir schon? 180 Grad Wendung. So, desinteressierte Textnachrichten. Das geht mir ein bisschen zu schnell, dass da nicht jemand anders irgendwie am Start ist. Und das bietet sich eigentlich der Ex an. Keine Intention ihrerseits bezüglich Telefonate oder Treffen. Ich fühlte nur noch Kälte, emotionale Nichtverfügbarkeit, die dazu führte, dass ich mich ab diesem Zeitpunkt in einem emotionalen Ausnahmezustand befand. So, dann hatten wir jetzt kommen so, jetzt beschreibst, werden so Liebessucht-Symptome beschrieben. Ich lese die manchmal alle vor, aber hier. Appetitlosigkeit, obsessives Nachdenken, ich einmal nicht mehr arbeiten, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen können, sage ich immer, ne? Habe mich in ein ziemliches Loch gezogen, dann begann ich deine Videos in Dauerschleife zu konsumieren, konnte mir glücklicherweise ein objektiveres Verständnis über unsere Beziehungsdynamik verschaffen. Es wollte noch ein paar Lichtblicke und ein paar schöne gemeinsame Tage, die einen kurzen Hoffnungsimpuls gaben. 3 Wochen vor der Trennung gab sie mir noch ihren Hausschlüssel. Also so, ich meine, irgendjemand ist ja hier vielleicht ein bisschen bindungsängstlich. Die Beziehungen enden eigentlich immer mit nochmal so einem letzten Aufbäumen. Und dann ist vorbei. Ne? Also so einem positiven Aufbäumen. Dank deiner Videos wurde mir aber in diesen kräftezehrenden Wochen klar, dass diese dysfunktionale Beziehung, ich würde die sogar toxisch nennen. Warum nicht? Weil die so böse ist, sondern weil du durch diese Beziehung in Liebessucht gekommen bist, scheinbar. Dass diese dysfunktionale Beziehung keine Zukunft haben kann und um die 200-Tage-Grenze herum haben wir in einem abschließenden Gespräch die Beziehung respektvoll beendet. Super, super durchgezogen, nicht noch irgendwie selber in so ein On-Off gegangen, noch rumgejammert, perfekt. Sehr gut. Muss man erstmal hinkriegen, wenn man so, ich vermute mal, sehr verknallt ist und da denke ich, ist die richtige, richtig gut. Sehr gut. Trotz dieser Intention sehe ich diese schmerzvolle Beziehungserfahrung als enorme Entwicklungsmöglichkeit. Die ist es absolut und die hast du auch hiermit jetzt angenommen. Und das wird dich auf die Dauer sehr wahrscheinlich nach vorne katapultieren. Wir lernen leider immer sehr durch Schmerzen. Ne? Als eine Art Wendepunkt in meinem Leben fühle ich mich auch nach 6 Wochen nach der Trennung noch ziemlich am Boden. Und es fällt mir schwer, zuversichtlich zu sein. Also Leute, wenn ihr so richtig Klasse 1 Liebeskummer habt und ganz schlimme Trennung, Hurrikanstufe 5 Trennung, scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen, wirklich. Das sind ja auch häufig keine langen Zeiträume und ist schon schlimm genug, dass man auf null Kontakt ist. Man kann einfach Unterstützung gebrauchen, ob das nun bei einem reicht es vielleicht mit guten Freunden. Ich kann das letzten Endes, das weiß ich natürlich nicht, das muss jeder für sich gucken oder ob man dann professionelle Unterstützung in Anspruch nimmt, das ist ja immer das gleiche, Hausarzt, Psychotherapeut, also Psychotherapie vor Ort, Beratungsstelle, was da so in Frage kommt, also scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen, wirklich, das, wie gesagt, das muss manchmal dauert das gar nicht lang, aber das wissen wir alle, dass so wirklich so toxischer Liebeskummer ist absoluter fucking Albtraum. Dauert nicht lang, ist auch eigentlich nicht, soll ich mal sagen, ist ja nicht lebensgefährliche Krankheit oder irgendwie sowas. Aber dafür, dass es eigentlich nur Liebeskummer ist, fühlt es sich absolut entsetzlich an. Warum? Weil du einen Entzug hast man könnte jetzt sagen biochemisch, weil du einen Entzug hast von so Neurotransmittern und Hormonen. Psychologisch könnte man sagen, weil vielleicht irgend so eine Hoffnung ist, dass das innere Kind hat dann immer so eine Hoffnung, jetzt geht alles gut, jetzt werde ich entschädigt für all die Jahre, wo es nicht gut gelaufen ist und das wird dir plötzlich wieder, und dann schöpfst du Hoffnung, du freust dich, du bist einfach nur happy und dann wird das wieder unter den Arsch weggezogen. Das ist einfach so brutal. Und das Learning ist, und auch das Gute ist, dass all das, was du in anderen Menschen suchst, das kannst alles du dir selber geben. Alle Bestätigung, aller Selbstwert kannst du alles du dir selber geben. Und das ist nachhaltig. Und dann, und so rum wird auch ein Schuh draus, dann zieht man auch, du wirst noch so viel Freundin kennenlernen, dann zieht man auch andere Sachen an. Ne? Der Bus ist abgefahren und sie hat auch ihre Chance gehabt. Alles, was jetzt noch kommen würde, ich hoffe, die meldet sich nicht noch wieder mit ihrem On-Off-Kram hier,
Wirklich, leg sofort das Telefon auf. Also das kannst du ja auch nicht leisten. Jetzt, ich sag jetzt nicht, dass das ansteht oder so, aber wenn die sich nochmal meldet und du drehst nochmal eine Runde und die schießt dich wieder ab, sollte nie denken, dass es nicht noch schlimmer werden kann, ne? Trotz Modul 0, Literatur von Stefanie Stahl, 0 Kontakte, 0 Informationen, habe ich mit negativen Gefühlen zu kämpfen. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also wie gesagt, gilt eigentlich immer, schaut euch nicht, Hilfe vor Ort zu suchen. Ne? Mein Selbstwertgefühl ist nach all dem am echten Tiefpunkt. Ja, man geht mit solche Beziehungen schon mit einem angeknacksten Selbstwertgefühl rein, hast du ja selber geschrieben. Nehmen wir mal an, das ist auf 30%. Ich sage immer so, Ziel ist 70%. Niemand hat 100%. Ziel ist 70%. Du gehst mit 30% rein und bist nach so einer Beziehung auf 10%. Ja, das fühlt sich erstmal richtig scheiße an. Vor allem ist man dann manchmal noch anfälliger für die nächste Toxikram. Also das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch hier, diese Geschichte. Aber wie gesagt, durch diesen Schmerz kann ich wie so eine Springfeder nach vorne katapultieren, wenn man ihn da jetzt auch durchgeht, so, ne? Und nicht irgendwie wegmacht, so, ne? Und sich mal wieder sagt, hey, das ist temporär jetzt hier, ne? Und stattdessen Sachen macht, die eben nachhaltig sind, ne? Nice, geiles Leben, ganze Kram irgendwie, ne? Mein Selbstwertgefühl ist ein Tiefpunkt. Ich erkenne mich nicht mehr als den Menschen, der ich vor dieser Beziehung war. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle hier. Abschließend stellen Sie mich die folgenden Fragen. Ist diese Beziehung Dynamik als toxisch zu bezeichnen? Ich weiß, andere haben immer so eine riesige Liste mit Narzissten. Nee, ich sag das alles nicht. Du kannst mit allen möglichen Beziehungen, kannst du liebessüchtig werden. Sobald es in irgendeiner Form Heiß-Kalt-Pattern gibt, wo wie auch immer dieses zustande kommt, und eine entsprechende Empfänglichkeit dafür. Und das ist hier der Fall. Also insofern ganz, finde ich, also nach meiner Definition, toxisch as fuck, ne? Wieso reagiere ich in solch einer emotionalen Intensität auf die Geschehnisse? Das ist wie ein Entzug. Welche weiteren Schritte würdest du mir empfehlen, um mich zukünftig sowohl in einer Beziehung als auch mit mir selbst zu anderen gestärkt aufzustellen? Danke für deine Analyse, die mir bestimmt weiterhilft, in meiner Entwicklung unterstützen wird. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, wenn man sich da weiterbilden will, dieses Kurssystem, also könnte es quasi bei 0 anfangen, über 1, 2, 3 Vertiefungsüben, Selbstliebe-Challenge, wo immer noch, habe ich immer noch nicht weitergestellt, kann man heute noch rein. Dann irgendwann entdeckt man meistens seine eigene Bindungsangst, Bindungsangstkurs, Datingkurs, kann ich dir auch sehr empfehlen, dass du vernünftige Dating-Erfahrungen machst. Und ja, und wie gesagt, holt euch die, es gibt Zeiten im Leben, da braucht man eben mal jemand an seiner Seite, ne? Also scheu das nicht. Gut, hoffe ich konnte dir weiterhelfen oder anderen auch. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und vernünftig, habe ja gerade diese andere Linie laufen mit Seven vs. Wild. Da ist auch immer Seven vs. Wild in den Kommentaren. Alter Falter, ey. Gut, in diesem Sinne, bis bald, ihr Lieben. Ciao.